Willkommen bei Gesichter des Sports. Heute ist mein Gast Michael Helms, ein Sportler, der ja, kurz davor stand, mit seinem Sport aufhören zu müssen, da er ein gesundheitliches Problem hatte. Hallo Michael. Hallo Bernd. Gesundheitliches Problem hört sich jetzt einfach an, du hast eine Spenderniere bekommen. Das ist richtig, ja. Mhm. Ich bin transplantiert seit fast 11 Jahren. Am 17. Juni habe ich 11 Jahre meine transplantierte Niere. War vorher an der Dialyse, 2,5 Jahre Dialyseerfahrung. Und vorher, 1992, wurde festgestellt, dass in meinem Urin zu viel Eiweiß ausgeschieden wird. Und daraufhin musste ich dann zum Nephrologen, also ein Spezialist für Nieren. Und da wurde festgestellt, dass ich eine Nierenerkrankung habe. Die wurde dann über Jahre lang ambulant noch behandelt. Einstellung, Blutdruck und so weiter und so fort. Konnte da gut mit leben. Aber irgendwann waren die Werte so schlecht, dass ich halt an die Dialyse musste. Mhm. Ja. Das hieß mehrmals die Woche Dialyse, mehrere Stunden. Aber du hattest wahrscheinlich auch schon körperliche Einschränkungen. Ja, gut, man geht 3-mal die Woche in der Regel zur Dialyse. Mhm. Das dauert gute 5 Stunden. Daneben habe ich dann auch noch Volldienst gemacht, Schichtdienst. Das heißt, entweder bin ich vor dem Spätdienst zur Dialyse gegangen, 5 Stunden, und bin dann direkt danach zum Dienst gefahren, damals noch nach Bremen zum Flughafen. Oder du bist Bundespolizist. Ich bin Bundespolizist hier in Oldenburg, ja. Mhm. Und oder andersrum, ich hatte Frühdienst und bin dann vom Dienst direkt zur Dialyse gefahren und dann ab mittags und das 3 Tage lang, was natürlich auch sehr geschlaucht hat. Das glaube ich. Und du hast ja vorher auch schon Sport getrieben, bevor du eine neue Niere bekommen hast. Was hast du gemacht? Also in der Jugend war ich Schwimmer beim OSV und habe schon von Kindes an in Ofenerdiek beim SVO Fußball gespielt. Mhm. Und bin dann mit 16 Jahren zur Bundespolizei gegangen, dem damaligen Bundesgrenzschutz. Und da sollte man natürlich als Polizist körperlich fit sein. Und dementsprechend war da auch Laufen auf dem wöchentlichen Programm. Ja, und da gab es die guten 5000 Meter, die immer absolviert werden mussten, die 12,5 Runden auf dem Sportplatz. Und das habe ich gemerkt, dass mir das gut liegt und dass ich das gut kann. Und habe da ja auch gute Erfolge damals schon erzielt, wo ich noch fit war, Leistungsfähigkeit war. Ja, und dann mit der Dialyse hat das natürlich alles ein bisschen abgenommen. Hab auch dann irgendwann, vor 4 Jahren sind wir mal umgezogen, haben ein neues Haus bezogen, bin da auf eine Laufstrecke gegangen und habe gemerkt, Mensch, nach 1000 Metern, da geht gar nichts mehr. Ich bin kaputt, aber ich wollte ganz gerne wieder was machen. Und bin dann über die Themenläufe, die hier in Oldenburg sind, an die Laufsportfreunde gekommen, weil die bei mir in der Nähe so einen Themenlauf veranstaltet haben. Hab dann nette Leute kennengelernt, auch gute Trainer, der Andreas Kuhlen, Michael Ibelings, und bin da so wieder ans Laufen rangekommen, also auch leistungsmäßig. Bin 4 bis 5 Mal die Woche dann auch wirklich zum Training gegangen oder habe für mich trainiert. Und ja, bin da so wieder richtig gut fit geworden. Und aber während du die Dialyse hattest, war da auch noch was mit Sport oder musstest du das dann komplett körperlich einschränken? Also komplett nicht, aber ich habe da nichts zusätzlich gemacht. Also das, was dienstlich erforderlich war, was man erfüllen musste, für den Beruf her, gibt es bestimmte Voraussetzungen, die man erfüllen sollte, Sportabzeichen, sowas habe ich noch gemacht, aber ansonsten habe ich da nicht mehr viel anderes gemacht. Ja, wie ging das so in dieser Zeit in deiner Gedankenwelt? Jetzt kann ich gar nichts mehr machen und ich werde irgendwann ja hilflos, oder wie war das? Ja, es war natürlich eine schwere Zeit, weil wie gesagt, 3 Tage waren natürlich komplett verplant, ohne, da brauchte ich mir keine Gedanken machen, was ich in meiner Freizeit mache, weil ich hatte keine. Und ja, man denkt da natürlich drüber nach hier. Ne? Ich hatte noch relatives Glück, weil ich nach 2,5 Jahren Dialyse eine Spenderniere bekommen habe. In der Regel, es gibt Leute da, die ich da kennengelernt habe, die warten da 8, 9, 10 Jahre. Das ist in Deutschland ja die Problematik der transplantierten Organe oder der Organspenderbereitschaft.
Woran liegt das jetzt überhaupt, dass man der eine 2,5, der andere 8 Jahre wartet? Das liegt daran, an den Faktoren, welchen Blutgruppe, Rhesusfaktor, also es passt nicht jedes Organ zu jedem. Jeder kann nicht jedes Organ bekommen, sag ich mal, sondern da sind bestimmte Faktoren. Das wird dann bei Eurotransplant in Leiden, in den Niederlanden gespeichert. Und sobald man mit der Dialyse anfängt beim ersten Mal, kommt man auf diese Liste. Mhm. Und da wird dann geguckt, wo wird wann irgendwo ein Organ, was jemand, ja, der verstorben ist dann und auch das gespendet hat, das dann passt. Und dann wird man informiert. Und dann kann man das zum Glück bekommen. Also das ist wie ein zweiter Geburtstag, den ich immer am 17. Juni feiere. Mhm. Was wäre jetzt gewesen, wenn du die Niere nicht gekriegt hättest? Alternativ hatten wir über meinen Vater oder meine Tante, gibt es ja auch die Möglichkeit der Lebensspende. Mhm. Man kann ja auch mit einer Niere leben, weil die Natur hat alles im Überfluss geschaffen, sag ich mal. Selbst mit der einen Niere, die hatte nachher bei mir nur noch, weiß ich, bis zu 20%. Wenn die nur noch 20% leistet, kann man da auch immer noch mit leben. Aber irgendwann gehen die Werte so weit runter, dass es halt ohne Dialyse nicht mehr geht. Mhm. Aber die Alternative wäre gewesen, ja, mein Vater oder meine Tante. Wobei man das natürlich, ja, ist zwar ein schönes Geschenk gewesen, aber gut, irgendwo ist es ja von jemandem, meine Tante ist auch schon älter, weiß man auch nicht jetzt, ne, wie das gelaufen wäre. Und so hatte ich das Glück. Ist ja auch körperlich auch belastend dann, ne? Auf alle Fälle. Ja, du hast schon angesprochen mit Spendern. In Deutschland ist es ja etwas anders als in anderen Ländern. In Deutschland muss man ja einen Spenderausweis haben. Korrekt, ja. Und in anderen Ländern ist es teilweise so, jeder ist automatisch Spender. Richtig. Man muss also eigentlich genau andersrum, man muss hingehen und sagen, ich will nicht. Genau, das ist in Ländern wie zum Beispiel in Belgien oder Frankreich, Österreich, ja. Da gibt es diese sogenannte Widerspruchslösung. Das heißt, jeder genau ist potenzieller Spender, es sei denn, er sagt, ich möchte kein Spender sein. Mhm. Also deswegen, da warten die Leute in der Regel für ein transplantiertes Organ, sei es Herz, Lunge, was halt so transplantiert werden kann, in der Regel wenige Monate oder Wochen teilweise. Ne? Und also ich weiß von Leuten, die teilweise dort in dieses Land gezogen sind und auch die Staatsangehörigkeit angenommen haben, nur um nicht jahrelang halt irgendwo in der Dialyse zu sein. Ja. Ja gut, das Thema ist jetzt momentan ja auch aktuell publik. Es gibt Politiker, die sprechen sich dafür aus, für diese Widerspruchslösung, dass es hier in Deutschland auch so wäre. Woran es liegt, dass es hier in Deutschland ja andersrum ist, kann ich mir eigentlich auch nicht erklären, weil grundsätzlich gibt es ja nichts, was dagegen spricht, dass es so sein sollte, in meinen Augen. Gerade wenn man selber betroffen ist, sagt man natürlich, hallo, warum? Ne? Warum muss man hier jahrelang an der Dialyse sein? Ja, ich denke mal, man fängt überhaupt erst an, sich Gedanken zu machen, wenn man betroffen ist oder Angehörige betroffen ist. Sonst macht man sich da, glaube ich, weniger Gedanken drüber. Das stimmt. Als du in der Situation warst, hast du da mal mit gerechnet, überhaupt mal wieder Sport zu treiben? Oder warst du in dem Moment einfach nur froh, dass es dir einigermaßen gut ging? Ja, also wo es festgestellt wurde, 1992 damals, also da wollte ich nochmal ins Ausland gehen, zu einer Botschaft, Auslandstätigkeit. Das war auch das, wo das überhaupt festgestellt wurde? Festgestellt wurde, da wurde gesagt, ja, Mensch, guck, du hast irgendwie zu viel Eiweiß im Urin. Konnte ich mir auch nicht erklären. Ich wusste im Moment auch nicht, ja gut, was hat das überhaupt für Folgen? Aber als man dann da saß beim Nephrologen, der einem das da gesagt hat, was denn überhaupt los ist, also es konnte auch nicht gesagt werden, warum überhaupt, woher kommt diese Erkrankung, warum habe ich die jetzt gerade? Ja, solange es alles noch ambulant war, das heißt ein bisschen Tabletten zur Blutdruckeinstellung, war noch alles okay, aber sobald man dann das erste Mal auf dem Stuhl saß und man hatte diese Nadeln dann im Arm gestochen bekommen und musste da wirklich 4-5 Stunden sitzen, dann war einem das dann doch schon sehr bewusst. Und ich hatte zum Glück noch Ausscheidung, das heißt, ich konnte noch auf Toilette gehen. Es gibt Leute, die können das nicht mehr. Das heißt, die gesamte Flüssigkeit, die sie zu sich genommen haben, wird dann auch nochmal über die Dialyse, das ist nochmal erschwerend.
Also bei mir war es nicht so, dass ich danach so kaputt war, dass gar nichts mehr ging, aber ich habe ja noch gearbeitet. Aber Sport habe ich dann wirklich erstmal nach hinten gestellt. Das ging halt in dem Moment nicht mehr so gut. Und nachdem du die Niere gekriegt hast, da war ja auch erstmal nicht an Sport zu denken, ne? Nee, im ersten Moment natürlich nicht. Bin dann aber noch zur Reha nach Müritz gegangen und habe da schon langsam angefangen. Man selber hat das Gefühl, oh, man muss ganz vorsichtig sein, man darf noch nicht. Aber die sagen einem schon, was man dann machen kann. Also ich bin dann langsam angefangen mit hier Walken und solchen Geschichten. Ja, und da lacht man heute drüber. Aber damals war das so, ganz langsam auch ein bisschen vielleicht mal leicht Badminton zu spielen, weil die sagten, man kann das machen, man darf das auch. Ja. Und merkte dann aber auch, dass es mir echt wieder gut ging, besser ging. Und dann hat sich das echt wunderbar entwickelt. Und heute sitze ich hier und bin froh. Und ja. Gibt es auch Sportarten, wo es sagt, nicht, das darfst du jetzt gar nicht machen? Oder kannst du sagen, wozu ich Lust habe, kann ich machen? Nee, es gibt auch Einschränkungen. Also die ich selber auch, die, wie gesagt, so ein Organ, da wartet man lange drauf, das ist was Besonderes. Und dieses, die Niere wird dann auch zusätzlich in den Körper transplantiert. Das heißt, es wird nicht irgendwie eins zu eins ausgetauscht, dass eine alte Niere, sag ich mal, die nicht mehr arbeitet, rauskommt entfernt aus dem Körper, aus dem Körper entfernt wird, sondern das heißt, die Nieren, alten Nieren, die eigenen Nieren im Körper bleiben drin, die beiden. Weil die auch hier geschützt sind vom Rippenbogen, da kommt man auch schlecht ran. Das heißt, man bekommt die dritte Niere, die transplantierte Niere, hier in den Vorderbauch, in dem Bereich. Okay, und die ist dann nicht mehr so geschützt durch die Rippen? Richtig. Aktuell ist, was heißt aktuell, man kennt ja den Ivan Klasnitsch von Werder Bremen. Der war natürlich, oder ist jetzt ein Profisportler gewesen, der hat sein Geld damit verdient. Der hat dann auch trotzdem noch weiter gespielt, hat aber auch hier einen speziellen Schutz gehabt, den er sich hat anfertigen lassen. Ja, also für mich als Otto-Normalbürger habe ich dann aufgehört mit dem Fußballspielen. Und ja, man sollte halt keine Kontaktsportarten machen, weil, wie gesagt, der Schutz hier in dem Bereich ist natürlich nicht sehr gut. Hier kann man was schnell was passieren. Ja, Boxen wäre jetzt nicht unbedingt oder. Nee, Boxen und Selbstsport, hier Selbstverteidigung oder solche Geschichten natürlich nicht. Aber da eignet sich natürlich das Laufen wunderbar. Das ist sehr ungefährlich. Ja, und dann hast du mit dem Laufsport halt vor 4 Jahren wieder angefangen. Richtig. Und auch sehr schnell die Intensität erhöht. Genau. Ja, ich habe dann gemerkt, Mensch, das läuft gut, auch über den Verein, die Laufsportfreunde. Und bin angefangen mit Bahntraining, Intervalle laufen und merkte, dass es sehr schnell besser wurde. Und habe dann in Bremen, wo die Transplantationen waren, auch einen Flyer in die Hand bekommen von Transdia. Transdia ist auch wie ein Verein, wo Transplantierte sind, vom über Herz transplantierte, Lungentransplantierte, Nierentransplantierte, die sich einmal im Jahr dort treffen zur deutschen Meisterschaft, die veranstaltet wird. Aber nicht nur im Laufen? Nicht nur im Laufen, in sämtlichen Sportarten, in allem. Es geht über Schwimmen, Badminton, Tennis spielen, Radfahren, Triathlon, also die gesamte Bandbreite des Sports wird da angeboten, ja, halt für die Transplantierten. Und wie gesagt, das findet einmal im Jahr statt. Das war dann auch in Bremen, also relativ nah dran. Und dann habe ich mir gedacht, okay, da guckst du mal, fährst mal hin und schaust dir das mal an, diese Veranstaltung. Dann bin ich dann aber, habe ich gesagt, okay, ich fahre nur einen Tag hin, den Freitagabend zum 5000-Meter-Lauf oder 5-Kilometer-Lauf in Bremen im Stadtpark. Bin dann mit meiner Familie dann hingefahren. Habe mich schon ein bisschen gewundert. Es war zwar die Strecke aufgebaut, aber es war irgendwie noch keiner da. Ja, also ich habe mich dann mal warm gemacht, wie man das kennt von meinem Intensiv. Es kamen dann auch dann nach und nach die anderen Sportler. Ich kannte sie ja noch nicht. Und am Start sah man aber irgendwie, es sind jetzt nicht so die Leute vielleicht, die das so intensiv betreiben, so wie ich.
Hat Spaß gemacht. Ich bin dann mit großem Abstand, habe mich dann nach einem Kilometer umgeguckt, war keiner da. Hab mit großem Abstand dann gewonnen. Und wir sind abends dann noch da ins Hotel gegangen und haben die Leute da mal kennengelernt. Das war super nett. Viele Erfahrungen, die man austauschen konnte an dem Abend noch. Aber ja, schöne Sache. Dafür war das dann aber dann 2016 in Bremen für mich dann abgehakt. Und 2017 dieselbe Veranstaltung in Leipzig. Da habe ich dann auch die 3 Tage mitgemacht und dort auch ein paar Medaillen noch gewonnen. Du warst auch Schwimmen hast du noch mitgemacht, ne? Schwimmen, genau. Laufen dann natürlich auch über die kürzeren Strecken. 1500 Meter, 400 Meter. Ja, und dann in dem Jahr war dann auch im Juni die Weltmeisterschaft in Malaga. Nur für Transplantierte jetzt? Nur für Transplantierte, ja. Aber nichtsdestotrotz waren dort über 2500 Sportler aus 50 Ländern ungefähr. Ländern. Eine wirklich tolle Veranstaltung, die ich nicht missen möchte. Es war mit Einlauf, es war im Nationaldress in einer Stierkampfarena in Malaga ging das los. Also wirklich Gänsehaut mit Nationalhymne, wirklich tolle Erfahrung. Dann am nächsten Tag morgens in Malaga dann der 5000 Meter Lauf direkt am Hafen. War schon morgens zwar um 9, 10 Uhr, nichtsdestotrotz hatten wir schon 20 Grad. Was ich für mich als Vorteil erachte, weil ich mag Hitze gerne. Ich laufe, es kann, je wärmer, desto besser. Ja, solche Läufer gibt's. Genau. Ich hatte mir vorher natürlich mal alle 2 Jahre findet diese Weltmeisterschaft statt für Transplantierte. Natürlich mal die Zeiten angeguckt, was so die Konkurrenten machen können in der Altersklasse. Und hatte mir jetzt eigentlich keine großen Chancen ausgerechnet. Ich habe gedacht, naja gut, schaust du, dass du vielleicht in die Top 10 kommst. Das wäre schon eine tolle Sache. Und ja, am Start waren dann die Startnummern ausgegeben und auch farblich unterschiedlich, um dass man die Altersklassen sehen konnte. Ja, während des Laufens dachte ich, Mensch, so schlecht liegst du gar nicht, weil teilweise war es ein Wendekurs, da konnte man sehen, wer einem entgegenkam. Ja, und im Ziel habe ich dann eine neue Bestzeit gelaufen, persönlich, mit 17 Minuten 29. Und dachte aber, ich wäre Vierter geworden, hatte mich schon ein bisschen geärgert. Und dann im Nachhinein bei der Siegerehrung habe ich mich wohl farblich, weil die Unterschiede waren nicht so, vom Blau-Grün, wurde auf einmal gesagt, ich wäre Zweiter geworden und hätte die Silbermedaille gewonnen. Also das war... War die Freude umso größer. Ich hatte überhaupt nicht mitgerechnet, gar nicht. Und es war, im ersten Moment hatte ich noch gedacht, Mensch, das ist jetzt gar nicht deine, die haben irgendwas verkehrt gemacht. Und dann haben aber alle gesagt, na doch, das passt schon, geh da hin und ja... Also wirklich super, ein super erster Tag. Mit der Mannschaft haben wir dann noch den 3. Platz gewonnen, haben noch eine Bronzemedaille gleich am ersten Tag dazu mit 2 Mitstreitern. Der eine, Elmar Spring, den habe ich da kennengelernt, der ist herztransplantiert. Ach, das wird jetzt also nicht unterschieden zwischen welchem Organ du jetzt transplantiert gekriegt hast, sondern... Genau. Alle werden gemeinsam gewertet. Alle werden gemeinsam gewertet. Es gab, wie gesagt, die Altersklassen. Und in der Altersklassenwertung haben wir dann mit den 3 Läufern dann halt auch noch die Bronzemedaille gewonnen. Was umso bemerkenswerter ist, dass der Elmer mit dem transplantierten Herz da auch noch so gut mitlaufen kann. Das zeigt ja eigentlich, dass man auch mit dem transplantierten Herz eigentlich wieder voll belastbar ist, mehr oder weniger. Weil ich für mich hätte jetzt gesagt, dass ein Herztransplantierter wahrscheinlich weniger belastbar ist als ein Nierentransplantierter, aber... Grundsätzlich ist das wohl auch so, aber er ist halt eine Ausnahme. Das ist wirklich eine große Ausnahme. Das ist der erste Mensch, der mit einem transplantierten Herz auf Hawaii da einen Ironman gefinisht hat. Den ganz normalen Ironman. Den ganz normalen Ironman. Hat er mit dem transplantierten Herz gefinisht und auch verschiedene Radrennen, die er da irgendwie absolviert hat, weite Strecken und ja, aber ist auch eine Ausnahme in dem Bereich der Transplantierten. Aber ein ganz toller Mensch, den ich da kennengelernt habe. Ja, gut, in Malaga ging es dann ja nochmal weiter irgendwann, über auch ein paar Tage später, 1500 Meter Lauf.
Da habe ich dann den einen Spanier, der mich dann im 5000 Meter Lauf hinter mir war, der hat mich dann noch in der Schlussrunde überholt und somit bin ich da Dritter geworden. Aber nichtsdestotrotz, trotzdem natürlich tolle Sache, wieder eine Medaille gewonnen gehabt. Und ja, mit den Tagen hat man die Leute da auch kennengelernt. Also auch die Spanier, ein Engländer, der sehr stark war, wo ich dann leider nie rangekommen bin. Aber nächstes Jahr ist wieder Weltmeisterschaft. Also alle zwei Jahre findet eine Weltmeisterschaft statt. Wo? Diesmal in Großbritannien, in seinem Heimatland. Aber da sind meine Bestrebungen natürlich, ihn da vielleicht dann mal über 5000 Meter zu schlagen. Verärgern. Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist schon mal eine Bestrebung da anzugreifen und da vielleicht mal irgendwann mal eine Goldmedaille zu gewinnen. Aber insgesamt kann man sagen, wirklich ein Erlebnis, was man so schnell nicht vergisst. Das werde ich nicht vergessen. Also auch, es war natürlich einmal die sportliche Seite, die man hat, aber dann hat man aber auch Menschen kennengelernt mit deren Problemen, mit deren Transplantation, was alles so passieren kann, was ist. Also bei mir, toi, 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 ich habe seit den fast 11 Jahren keine Probleme, muss natürlich alle 12 Stunden meine Medikamente nehmen, diese sogenannten Immunsuppressiva. Das heißt, dass der Körper nicht erkennt, dass es ja ein fremdes Organ wäre, sonst würde er natürlich Vorbereitungen treffen und eine Abstoßungsreaktion. Und das musst du dein Leben lang nehmen, ne? Die muss man alle 12 Stunden sein Leben lang nehmen, genau. Aber das im Gegensatz zur Dialyse ist natürlich eine ganz andere Lebensqualität. Das ist ja, sehr schöne Sache auf alle Fälle, dass es sowas gibt heutzutage. Und ich sag mal, der Kontakt mit anderen Transplantierten, was macht das mit dir dann? Auch so ein bisschen, okay, für mich war es eine scheiß Zeit damals, aber es gibt ja immer noch Leute, die es noch schlimmer erwischt hatte. Auf alle Fälle, ja. Wir sind dann auch weiter in Kontakt mit den Leuten, die ich da auch kennengelernt habe, über WhatsApp-Gruppen etc. oder auch persönliche Gespräche. Und ja, also für mich, ich kann nur sagen, wirklich gut, dass es mir so gut geht. Ich hoffe, das bleibt weiter so. Und ja, dass ich weiterhin so fit bleibe, dass ich weiterhin laufen gehen kann und ja, weiterhin glücklich zu Hause bin mit meiner Frau, die ich natürlich, muss man auch sagen, bei der Dialyse kennengelernt habe. Die hat in der Praxis gearbeitet. Die hat in der Praxis dort gearbeitet. Insofern war es nicht nur negativ, sondern auch was Positives. Ja, wir sind dann zwischenzeitlich glücklich verheiratet, haben Zwillinge, die werden jetzt im Juni 10 Jahre alt. Also muss sagen, das gab auch gute Sache, was Schönes an der Sache. Ich denke, das ist ein wichtiger Faktor, dass man halt auch die positiven Sachen, ich meine, klar, besser wäre es gewesen, du würdest noch in deiner normalen Niere, in deiner eigenen Niere hier sitzen und du hättest diese ganzen Scheiße, auf gut Deutsch gesagt, gar nicht durchgemacht. Aber es bringt ja nichts, jetzt sehe ich nur die negativen Sachen, sondern auch die positiven Sachen, die dabei rausgekommen sind. Das ist wohl so, ja. Ich denke mal, du lebst bewusster wahrscheinlich mittlerweile. Man lebt bewusster. Es gibt einige Einschränkungen natürlich, die man haben. Also ich bin jetzt dienstlich, ist es bei mir so, dass ich keine Nachtschichten mehr mache, keinen Nachtdienst. Aber also für mich ist es gut auf alle Fälle, ne, dass die Belastung nicht so für den Körper ist. Und die Einschränkungen, die man da hat, ja gut, man sollte darauf achten, dass man nicht rohe Lebensmittel wegen der Keimbelastung isst. Aber ich kann auch ganz gut ohne Carpaccio und ohne Mettbrötchen leben. Ja? Also es ist jetzt so klar, übermäßiger Alkoholgenuss als Sportler sowieso eigentlich nicht. Und das hängt natürlich dann auch mit der Einnahme der Tabletten zusammen. Ne? Wenn man dann natürlich klar zu viel Alkohol trinken würde, dann die Tabletten wirken nicht, verheerende Folgen. Aber ansonsten lebe ich wie jeder ganz normale Mensch. Bin, wie gesagt, voll berufstätig, habe meine Familie, habe meinen Sport. Habe mich auch ganz ehrlich nie irgendwie in irgendwelchen Gruppen dann irgendwo mal irgendwie da gesehen, dass ich da mal reinkomme mit Leuten, die Probleme haben nach Transplantation oder die sich mit allem auseinandersetzen. Ich denke, wenn man alles zu sehr thematisiert und alles zu kompliziert macht, dann kommen irgendwann auch die Probleme. Also ich habe ganz normal gesehen, dass ich ganz normal weiterlebe und ja, mir geht's gut dabei. Aber
Du bist natürlich dann schon ein gutes Beispiel dafür, dass das Leben nicht endet, weil man jetzt irgendein Organ transportiert kriegt, sondern man kann also mehr oder weniger ein normales Leben weiterführen. Auf alle Fälle. Wenn man die Einschränkungen darauf achtet natürlich, aber man ist nicht behindert. Nein, man ist nicht behindert, man kann ganz normal weiterleben. Und klar ist man in dem Sinne behindert, man hat einen Status als schwerbehinderter Mensch, was aber nicht verkehrt ist. Teilweise für Leute, die berufstätig sind, die haben einen speziellen Kündigungsschutz. Man hat ein paar weitere, irgendwie, was heißt Vorteile, irgendwie finanziell irgendwie über die Einkommensteuererklärung oder solche Sachen. Aber so das am Rande halt, ne? Der Schwerbehindertenstatus ist halt da durch die Dialyse oder durch die Transplantation. Aber du musst nicht in Watte gepackt werden. Genau. Es gibt Leute, die sagen, oh, auch mit einem transplantierten Herz, warum setzt er sich nicht auf die Couch? Und der soll einfach dankbar sein, dass er praktisch noch mal ein Herz bekommen hat, dass er weiterlebt. Warum treibt der so intensiv Sport? Es ist nach dem Motto, er verhunzt einfach sein transplantiertes Herz oder irgendwas. Nein, das ist so. Das machen die Leute alle sehr bewusst. Die wissen, was sie da bekommen haben. Und die lassen das auch von den Ärzten kontrollieren, die Werte. Also bei mir ist es so, ich gehe alle paar Monate in kürzeren Intervallen hier in Oldenburg zu meinem Nephrologen und bin dann in größeren Abständen in Bremen, wo die Transplantation damals stattgefunden hat. Und da wird alles überprüft, die Blutwerte werden geguckt, die Niere wird geschallt, Ultraschall. Und wenn da irgendwas wäre, das würde dann noch auffallen. Und ich würde niemals irgendwas tun, was meinem Organ irgendwie schaden würde. Ja. Des Weiteren hat man Fachärzte, die man aufsuchen muss, über Augenarzt, Hautarzt und so weiter und so fort, einmal jährlich, dass man wirklich, man steht auch gut unter Kontrolle. Es gibt bestimmte Einschränkungen. Im Urlaub zum Beispiel hat man ein erhöhtes Hautkrebsrisiko. Also man sollte sich nicht jetzt irgendwie Mallorca 14 Tage in die pralle Sonne legen. Aber das macht, glaube ich, jeder normale, in Anführungsstrichen, Mensch sollte das auch nicht unbedingt machen. Ne? Aber das sind so Sachen, auf die kann man achten. Das ist ganz normales Leben. Ja, dann drücke ich dir Daumen, dass du weiterhin deinen Sport so betreiben kannst, erfolgreich bist und auch noch ein langes Leben mit deiner, ich sag mal, geschenkten Niere hast und weiterhin deinen zweiten Geburtstag feiern kannst. Ja, das hoffe ich. Ich habe jemanden kennengelernt da in Malaga. Das war so ein Ehrenpräsident aus Deutschland. Der hat seine Transplantierte seit mittlerweile 39 Jahren. Also in sowas gibt einem natürlich auch Hoffnung, dass man weiterhin so ein Organ, es hält nicht ewig, aber dass es doch schon lange halten kann. Das hoffe ich. Wenn man vernünftig mit umgeht. Wenn man vernünftig mit umgeht. Und zum Beispiel jetzt nicht, wie du sagst, übermäßig Alkohol zu sich nimmt. So sieht das aus, genau. Ja, danke dir. Schön, dass du da warst. Danke dir. Ja, meine Damen und Herren, das war's für heute. Ich hoffe, der eine oder andere hat ein wenig Mut gegeben, dass man auch mit so einer Krankheit immer noch ein relativ normales Leben führen kann und sogar auch noch, ja, ich sag mal schon, Leistungssport ist ja das ja schon, was du treibst, betreiben kann. Da merkt man nur, alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.